Komm, sieh das, was dran, du nicht siehst. Im Dunkeln fängt er zu leuchten an. Weißt du, wir fahren schon nur 80 und Mario kommt immer noch nicht hinterher. Doch, ich bin noch hinter Josh. Ja, DAF ist das Problem. DAF ist das Problem. DAF ist das Problem. James, darf ich immer rüber hinter, das, dieses hinter Josh ist relativ, das sind immer noch 140 Meter. James musste ja eben wieder vollbremsen in der Hoffnung, dass ich hinten reinfahre, aber das ist ja nicht passiert. Ich will nicht wissen, was du da machst. Häng ich so weit abgeschlagen. Abgeschlagen? Was hast du denn abgeschlagen? Weiß ich noch nicht. Der Carsten hat das gerade eben übrigens falsch formuliert. Der musste nicht austreten, sondern eine Stange Wasser in den Schnee stellen. Retardern. Ja, Retarder machen. Oh. Ja, so aber retardet. Der Carsten nicht schnell. Ich retarde auch gerade mit meinem Motor, der immer ausgeht. London. Carsten! Oh, da schwankt aber jemand. Was ein Dreckesack, ja. Oh, jetzt ist mein Motor ganz kaputt. Ja, hätte ich mir nicht reinfahren. Das ist ja schade. Oh, da habe ich dich nicht erwischt. Das ist ja schade. Das ist aber schade. Ja, ich glaube, ja, ich fahr vorbei. Nee, ich bin da schon auf 40 abgebremst. Ich kann das nicht mehr. Jetzt werde ich auf ewig hier 40 fahren. Das war sehr eng. Ich werde jetzt auf ewig 40 fahren müssen. Ja, wenn du schon 40 fährst, dann gebe ich dir noch ein Bier rüber. Ja, komm mal, mach mal hier. Warte mal. Also, du schwankst ja nicht. Ich doch mal das Gaspedal. So, danke. Hier. So, zack, einmal rübergeworfen. Jetzt drücke ich mal voll drauf. Ja, guck mal, ich drück nicht drauf. Ja, ist okay. Da vorne ist das Autobahn. Carsten? Also, Carsten? Ihr solltet euch spurentechnisch James, entscheiden. Das war eng. James, was? Das James, war ich? Das war bei Josh. James. Wem ist denn jetzt gerade irgendwas gefallen? Ach, dem Mario ist der Tröpfler runtergefallen. Nein, mir ist gar nichts runtergefallen. Irgendwas ist doch gerade runtergefallen. Nein. Irgendwas hat doch gerade geklappert. Ja, irgendwas hat gerade geklappert. Ja, weil James gerade versucht hat, Carsten zu drücken und dann habe ich abgebremst. Und dann hat James versucht, mich zu drücken. Ich wollte gar nicht den Carsten drücken. Ja, aber mich drücken hat ja auch wieder nicht funktioniert. Gar nicht lieb. Entschuldigung. Hachi. Gesundheit. Ich muss gleich mal zu einer Werkstatt. Joa. Ja, ich glaube, so weit haben wir also das mein, auch. Mein LKW ist fast, sagen, so weit fast gar nicht mehr sein. Rot. Dann sei froh, dass der noch Kilometer. Also fast komplett. Ach, meiner ist gerade ausgegangen. Ich sag, sei froh, dass der noch an ist und meiner ist auch. 312 Kilometer sind da noch. 311. 320, ja, hatte ich gerade. 310. Du spielst jetzt hier nicht den Job. Nein. Ja, aber 309. Kannst du das hier auch? Kannst aber wenn du das in dem Euro 6C2 sagst, nein, was Pippi, passiert Pippi, dann? Pippi, nein, Pippi, 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 geh weg von den Menschen. Pippi, nein. Kann ja auch dieseln. Pippi. Nee, das hat keinen Sinn. Ich muss jetzt mal irgendwo. Ja, da vorne ist das besser. Pippi, das reicht mir jetzt. Pippi. Ja, aber so richtig ist eigentlich so wirklich alles in einem Ton. Okay. Pippi, du nervst mich gerade. Nein, Pippi, nein. Pippi, nein, du nicht den Staubsauger. Pippi, nein. Viel, aber langsam, also langsam, Fifi, langsam reicht's mir wirklich. Fifi, nein, Fifi, jetzt ist gut. Mama ist doch da, alles so, Fifi, ist alles gut. Aber das, langsam reicht's mir echt mit dir. Also wirklich, Fifi, langsam wirst du mir echt zu viel. Fifi, nein, nicht den Staubsauger spielen. So, wo seid ihr, kleinen Kacker? Sagt mir, Mario spielte den Staubsauger. Auf der Autobahn. Jo. Ja. Ja, dann bleibt mal da stehen, ich komme. Also okay. Ich erscheine, meine ich. Also hier ist die Autobahn von London. Ich kann mir vorstellen, dass der Carsten hier gleich auf der Autobahn geschossen kommt. Southampton bin ich. Southampton? Die berühmten Southampton. Schauen wir mal ganz so, kurz. So, ob stehen bleiben. Ah, Southampton, je nachdem. Ich denke mal, dass er die nächste Auffahrt. Die zweite von euch aus gesehen. Ja, da kommen wir gar nicht mehr vorbei, weil wir über den Norden fahren anscheinend. Quatsch, erzähl doch keinen Scheiß. Wir fahren über London. Wieso denn das? London? Ja, guck mal auf die Karte. Wir fahren über London. Meine rechte Maustaste ist voll im Arsch. Achso, ich muss links rumfahren. Interessant. Echt? Dann hol dir doch mal raus. Ja, deswegen auch meine Tab-Taste nicht wahrscheinlich, weil die rechte Maustaste kaputt ist. Dann hol die doch mal raus. Josh, ich hätte so eine Idee, woran das liegen könnte, dass die kaputt ist. Zu viel Wasser? Vielleicht. Aber es gibt auch noch eine Möglichkeit. Zu viel Cola? Ich hab da nicht reingeschnuffelt. Du warst doch im Stream.
Hast du doch gezeigt. Zu viel andere Feuchtigkeit. Die Ansage. Also, Carsten, wir fahren hier von der M27 jetzt runter, auf deine Maus sind. Gehauen. Ich fahre hier Ansage? Runter, wo ihr gerade. Ja, mit dem Klick. Ja, ja, mit dem Klick. Alter, aber du sitzt wirklich ja, in diesem Kackbus. Fahr doch mal da runter, ich fahre jetzt auch da runter. Und das macht einfach nur so richtig, richtig laut. Da vorne Klick. Ist der Carsten. Ja, aber das ist sogar tatsächlich noch bescheuert, weil du durch diese kleinen Mini-Lautsprecher ja, hörst einfach mal alles. Ja, eben, das ist es. Ich gebe voll Gas. Ja, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Der James, der ist ein Vogel. Wobei man das interessanterweise im C2 besser hört als im CT, ja. Und ja, der ein C2. Vorbei, da war genug Platz. Der hat Pam, Carsten, hast du Puttemass? Nee, James, ich fang hinter dich. Alles gut. Ach Mann, jetzt kommt der da vorbei. Ich komm ja gut vom Fleck, ich hab ja noch... Carsten hat's LKW Puttemass. Ja, so ich das Leben. Also diese dreigeteilten Dinger, die sind immer noch suspekt. Wer ist der dreigeteilt? Ja, die dreigeteilten Scheibenwischer. Josh schreibt gleich ein Jodel, diese dreigeteilten Scheibenwischer sind mir suspekt. Ja, aber ja, wenn ich die bei Julian poste, bekomme ich schon mal ein Upvote. Josh? Ja. An wen? Aber hast du jetzt mittlerweile wieder Jodel? An wen? Nee, ich noch nicht. Ich hab meine Sucht bekämpft. Ich bin clean. Ich bin trocken. Ich nicht. Ich bin immer noch Jodel. Er ist so clean. Ja, ich bin trocken. Ich guck jeden Tag. Trockener als deine Mutter, ey. Ich hab da meine Zeit lang reingeschaut, aber ich kann da irgendwie kein Suchtpotenzial entdecken. Ich guck immer bei Jodel rein. Dann bist du zu alt, Mario. Ja, genau, Mario. Alte Menschen raus aus Jodel. Und Schüler raus aus Jodel. Und Schüler raus aus Jodel. So. 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 Ja, das müssen wir für die Jodelgemeinde machen, sonst tötet uns die Jodelgemeinde heimlich. Ah, okay. Gründet. Boah, da hinten genau ist die Sonne. Die Schüler können wieder SchülerVZ gründen. Genau. Ja. Sollen sie sich einen Server anmieten, sollen sie die Seite neu aufsetzen. Der Carsten ist aber mutig. Aber der hat den LKW auch gerade erst frisch repariert. Aufschaukeln. Funktioniert gut. Mal gucken, wie weit ich es treiben kann. Ja, geht tatsächlich. Nein, nicht treiben. Mit wem willst du es treiben? Oh nee, da fahre ich jetzt nicht nochmal rüber. Mit dem Rumgeschaukel eigentlich. Nein, nicht treiben. Nicht? Erst nachher wieder. Nee, wir wollen ja gleich fertig werden. Ja, erst genau, erst nachher wieder. Kurz wecken und DLRH, ne? Kurz wecken, Hashtag DLRH und dann schlafen. So, jetzt mal Thema wechseln. Ist der Josh heute eigentlich schon umgefallen? Nein. Nee, nur fast. Du hast dich schon fast gefreut gehabt, das weiß ich noch. Ja, was denn? Dein Limit haben wir überschritten. Ja, weit überschritten. Deine 23 Uhr Marke. Aber wir sind ja gleich da. Ja. Ich fährt einfach nur wieder durch die Tanke. Oh, Alter, Finn, aber Alter, das ist... Boah, das ist aber eng hier. Ich fahr da nur links lang hier. Links lang? Alter, das ist aber eng. Oioioi. Gut, das ist auch nicht für 120 ausgelegt, aber trotzdem. Man kann es ja versuchen. Ne? Just try. Ja, try it. Heute nur 3. Oh. Ja, oder trocken. So trocken wie deine Mutter. Genau. Try. Ich hätte gern einen. Taste the rainbow. Skittles, ne? Ja. Ich hätte gern einen Martinus. Martini. Hätte ich mehrere Martini. Gewollt, hätte ich mehrere bestellt. Sagte der Lateiner in der Bar. Ah, wir müssen runterfahren. Wobei einer. Wir hatten die zu Silvester, das fand ich lecker. Martini? Martini. Auch wirklich mit Olive drin. Also, nee, nur mit Eis. Ja, ja, geradeaus runterfahren. Nur mit Eis. Oh. Das klang enttäuscht, Josh. Was ist so Oliven möchte ich nicht unbedingt in meiner Spirituose. Wobei, das ist wahrscheinlich keine Spirituose. Egal, wahrscheinlich schon. Ich hab da keine Ahnung. In meinem Getränk möchte ich nicht unbedingt Oliven schwimmen. Ja, haben. Der Josh, der trinkt normalerweise eher Pitcher. Ja. Weise. Oder Seltas für 6,50. Pitcherweise. Voll der Säufer. Ja, vor allem das Seltas. Also aber das hat Luisa schlau gemacht. Das Seltas hat ihr den Rest gegeben, ne, Julia? Aber was hat Luisa schlau gemacht? Ja, sie hat immer schön nachgeschüttet. Ja, aber bei mir. Ja, richtig. Ja, klar. Diese Dreckes. Ich denke mir so, ja, wir teilen uns das irgendwie so halbwegs halb-halb. Ja, habt ihr doch. Nee, sie war ja noch du hast gesoffen und sie hat eingeschenkt, das ist halb-halb. Ja, richtig. Ja, Josh, irgendjemand musste hier auf dich aufpassen. Hey, das habe ich auch hingekriegt, ja, und das ich war auch man, dicht. Ja. Ich habe den Josh noch bis hin zum... Also ich habe das nur in Erinnerung, dass Luisa und James auf euch beide aufpassen müssen. Ja, aber die haben darauf so aufgepasst, wie ich auf Josh aufgepasst habe. Ja, Julian, du
du hast auf ihn aufgepasst und wir haben deine Aufpassaktion von hinten kontrolliert. Ja, siehst du, sag ich doch. Ich hab gesagt, ihr habt darauf aufgepasst, wie ich auf Josh aufgepasst habe. Mhm. Und ihr habt euch nicht beschwert. Ihr habt nur über uns gelästert, während wir das nicht mitgekriegt haben. Cool. Drecksäcke. Die haben gar nicht gelästert, die haben einfach nur Tatsachen wiedergegeben. Die haben gelästert. Das hat James oder Luisa, einer von beiden, die da mit waren. Ja, eine Person von den beiden hat so ein bisschen hat gerade ein lautes Geräusch von sich gegeben, weil sich meine Füße im Pedal verhakt haben. Achso. Der Wecker. Ja, das hat, glaube ich, aber keinen Effekt gehabt. Ich will nicht vorne wegfahren. Keine Ahnung, wo es lang geht. Nur das Video wird schön groß, ja. Aua. Ja, denke ich mir auch, aber so richtig, gell? Das ist mit dem Schnee, ja. Das ist echt. Ich habe jetzt echt Angst, auf Aufnahmen stoppen zu drücken, dann irgendwie zu sehen, hat 50.000 kW oder sowas. Boah, ich habe mal Landwirtschaftssimulator, habe ich mir testweise aufgenommen. Der macht eine 50 Mbit, der macht ein 50 Mbit Video, der scheiß Text. Der frisst Wix, richtig übel. Darum habe ich Shadowplay auf 20 begrenzt. Oh. Dafür haben wir ungefilterte Qualität. Ja, hab ich auch. Ne? Und ein Video, aber nicht 100 Videos. Aber, Josh, mir ist bei deinen Videos tatsächlich aufgefallen, so bei Omsi, ne, wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, ist dir mal aufgefallen, dass es so 10 Meter vor dem Bus, dass es so lustig rumflimmert. Rumflimmert? Ja, gerade bei Kopfsteinpflaster fällt das auf. Ach, okay. Ist mir bei Oberdingster, hier diese kleine enge Karte, wo du drüber guckst. Oberdingster, okay. Buchholz? Oberbuchholz. Ortsgemeinde Oberbuchholz. Linie 25, da ist auch. Kennst du Augenarzt? Aber in Ruhrau gibt es zum Beispiel auch Kopfsteinpflaster. Echt? Cool. Tatsache jetzt? Ja, in der Altstadt. Boah, die haben das auch. Ey, in der Altstadt cool. Zum Beispiel. Also, ich fahre jetzt auf Ruhrau nur noch Kopfsteinpflaster. Cool. Echt? Geil. Muss ich nochmal gucken. Geil. Wobei die Altstadt ist unverändert, ne? Oh, wir müssen, glaube ich, ab. Ja. Ja, noch, aber da wollte der Carsten sowieso ein paar Häuser von dir, damit er die Sketchup-Papier gelöst wird. Ja, das wird. Wenn er mir die Texturen dafür liefert, baue ich ihm alles. Du baust mir alles? Ja. Aber den scheiß Rucksack-Bix-Amarillo möchte ich sehen. Julian! Wie, Julian? Du schraubst ja, ich meine Fahrradkabine. Ja, ich auch! Ja, das sind zwei Spuren eigentlich. Hast du schon mal davon gehört, dass du bremst? Nee, ich war ja vor dir. Zwei Spuren. Ego. Oh, da sind andere. Ja. Das Leben der anderen. Andere Menschen. Die spielen gerade das Zugesetzspiel. Informatiker, ja, YouTuber. Informatiker und YouTuber. Wir haben eigentlich ein schlechtes losgezogen. Ich meine, die anderen drei haben wir zumindest noch irgendwie so ein bisschen. Ja, wir haben wenigstens noch ein reales Leben. Sind normale Menschen. Ja. Und was Vernünftiges gelernt. Ihr habt ja nur. Wir können nur Automaten und so. Und Software und so, ja. Oh, hier ist noch ein anderer. Zwischenmenschlich geht bei euch gar nicht. Nee, null. Nee, also auch so dafür beziehungsmäßig werden, gar nicht. Dafür werden die auch nicht bezahlt. Geht nicht. Ich guck mal, das Navi sagt, aber es ist jetzt Richtung. Ja, wir sind das London, sind wir schon durch. Also dran vorbei, Umfahrungsstraßen. Hui. Da hat 3 Sekunden sind schon. Danke, James. Was denn? So. Du hast meinem LKW den Rest gegeben. Achso, warst du neben mir? Ja. Ach, sind ja nur noch 4. Jetzt, nee, nicht jetzt gerade, vorhin bei der Ausfahrt, meine ich. Ein paar Minuten, wenn wir Glück haben. Da vorne ist noch mal jemand. Ja. Komm, starte. Oh, das hat. Ja, alles über 80% wird schwierig, so rein wahrscheinlichkeitstechnisch. Mhm. Ist auch. Random Zahl mal Prozentzahl von dem. Der hupt mich an und fährt hier ohne Licht, der Spaten. Vielleicht will er auch noch grüßen. Ja, eben. Nee, der ist hinter mir hergefahren, hat sich beschwert, dass ich hier mitten auf Autobahn stehe. Ja, warum machen sowas? Alter! Weil mein Motor kaputt ist. Warum? Weil gemeinsam... kann sich aber auch nicht entscheiden. Der bremst da vorne. Da steht einer, Achtung. Fährt rückwärts. Oh! Der hat wohl die Ausfahrt verpasst. Ich meine, ist uns noch nie passiert. Nee, auch nicht. Wir sind Profi-Konvoi. Ja, definitiv. Wir haben ja auch das Profi-Navi.
Ja. Ich musste gerade bei dem extrem aufpassen. Ich musste ja den Schwung mitnehmen. Wo ruft denn da jetzt einer? Das hab ich mich auch gerade gefragt. Oh, werde den nicht mehr starten können, den LKW. Der eine, der zurückgesetzt hat, weil die Ausfahrt verpasst hat, der hat den anderen Kerl jetzt blockiert, der eben Profis. Mit uns gefahren ist. Also LKW starten wird unmöglich. Also 100%. Mit mir ist 100%? Keiner gefahren. Ja, 100%. Nee, mit mir aber auch jetzt. Den habt ihr mit mir nein. aber. Mit mir ist keiner gefahren, nein. Dann kommst du wahrscheinlich in London raus, da oder? Da sitzt keiner neben mir. Warten. Ich schau mal gerade. Nee, Oskar auch weg. Oskar ist auch weg. Ja, okay, dann bleiben wir ganz kurz stehen. Wir warten auf den Julian hier. Och nö. Ja, du bist ja mal ein Dreckes. Welches Autobahnkreuz muss ich denn hinfahren? Da war die Wand. Ich fahr mal gleich mit. Welches Autobahnkreuz? Und dann stehen wir noch bis übermorgen. Ich guck mal kurz. Also bis ich von London hier bin. Nein, du bleibst jetzt hier. Also du siehst ja die Kreisstraße um London rum. Ja. Sehr direkt, eigentlich 3 Uhr raus, direkt Richtung Felixstone. Wir sind schon fast direkt vor Felixstone eigentlich. Ja, eigentlich sind wir schon da. Warum hast du dich jetzt...